Yo, moin, ihr Flüt und auch heute, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Solaris. Hier mit dem Valvo. Servus und hallo. Und im Krieg. Im Krieg. Ich krieg die Krise. Das Krieg, da krieg ich immer kriechen. So, ich lass mal laufen. Ja, mach mal. Irgendwo ist eine Alienflotte gerade unterwegs. Wir wissen nicht wohin, also eine 8K-Flotte. Also nicht zu vernachlässigen. Erde, könntest du mal helfen? Construction complete. Hostile fleet detected. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Gut, da ist schon mal eins weg. Da war es nur zwei. Nett. Ja, 59er Flotte, das ist lieb, das nehme ich. Solange die große 8,8K Flotte da nicht um die Ecke kommt. Das fände ich uncool. Wo ist denn die Erde, wenn man sie mal braucht? Kann ich nicht mal mitkämpfen? Ständig lässt einen die Erde hier im Stich. Kel'Azan. Wie schaut's bei euch aus? Die sind doch im Krieg. Im Kriech. Ist gut. Okay. Eisplanetenflotte, wie sieht's denn bei dir aus? Situation log updated. Okay. Hostile fleet detected. Hostile fleet engaged. Ganz schön viele Außenposten. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Okay, 2,2K Flotte, du kommst dahin. Hostile fleet detected. Okay. Situation updated. Ja, Forschungsschiff, ich habe gerade keine Zeit für dich. Du kannst dich vielleicht ruhig beschäftigen. Komm, machen wir das ganz kurz. System Survey complete. Oh. Wo ist denn das da? Wo ist denn die 8K-Flotte hin? Ich hab keine Ahnung. Ist sie wieder hier unten? 44? Nee. Doch, die ist wieder im. Ist wieder bei dir. Ist wieder im Judio-Sektor. Alter. Soll ich jetzt nicht die haben auch. Macht die was? Was ist das denn? Was ist das denn? Kahn, so. Sehr schön, das wollte ich. Euch schön zurückdrängen, ihr Ficker.
Entschuldigung. Das muss das sein. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr fliegt auf. Situation Log updated. Was geht bei dir so ab? Komma 3 K Plan Flori. Die 2,9 K. Okay. Situation Log. Und wer ist denn da verreckt? Wissenschaftler. Ach Gott, diese Wissenschaftler immer. Die Sterben. Dass die nicht lange leben können. Sterben wie die Fliegen. Construction complete. Hostile fleet engaged. Station under attack. Hostile fleet. Which station is under attack? Situation log updated. Da, okay. Ja, ihr sollt jetzt darüber fliegen eigentlich. Hostile fleet detected. Außenposten, sehr schick. Den wollen wir weg haben. Wir sind bei 18%. Die siehst doch mal was. System Survey complete. Alter, 21? Boah, ey. Nice. 21 Mineralien in dem Lurus-System, weißt du, was so lange besetzt war. Okay. 21. Oh, das ist krass. Das ist viel, ja. Das ist nice. Gefällt mir. Construction complete. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Okay, Lasan scheint sich auszubreiten oder verliert. So recht kann ich es nicht erkennen, aber irgendwas hat sich da getan bei den Grenzen bei denen. Ja, die haben Frieden geschlossen gerade. Okay. Aber fragen wir nicht zu welchen Bedingungen. Complete. Ja, scheinbar irgendwie Planeten übernehmen? Wäre das Gledi oder so? Gledi, ja. War das immer schon? In ich dem Bereich? Nee, ich schaut nicht. Echt komisch aus da. Davor haben die da oben so einen Punkt. Interessant.
Wurmloch-Station. Machen wir die mal platt. Ah, Bellatrix ist in meinem Sektor. Sehr schön. Das hat gut geklappt. Ich habe den mal schön minimiert. Den blauen. Schau, jetzt hat er das, was ich eigentlich wollte. Dass er nicht mehr so groß ist. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, der ist aber sehr stark zurückgedrängt. Ist niedlich, ja? Ist ja kaum was übrig. Das ist ja ganz süß. Hostile Fleet detected. Hostile Fleet engaged. System Survey complete. Was ist denn? Nun, was ist denn? Construction complete. Oh. Situation Log updated. Hm? Aber wo kommen die her? Die 8,8K? Nee. Hast du irgendwie eine Föderationsflotte hier hochgejagt? System Survey complete. Der Mensch vielleicht? Ah, okay, waren die Föderationsflotte. Okay. Ja. Ganz cool, dass ich trotzdem den Krieg habe erklären können. Trotz, dass ich nicht Präsi bin. Prozent. Construction complete. Oh, deswegen. Das? Ich betreibe Planetenbombardierung. Mhm. Dies mag aber mein Volk so gar nicht. Wieso denn? Ist ja komisch. Ich kann das auch so gar nicht nachvollziehen. Die sind gänzlich unzufrieden darüber. Okay. Ach so, es ist nur eine Wurmlochstation, das ist ja schade. Ja, vielleicht ist mehr dahinter. Vielleicht ist das sogar ein Außenposten, wäre super. Ich hätte den so gern, den Sektor. Schauen wir dann gleich mal. Okay, was haben wir da? Das haben wir mal platt gemacht. Die 1,5K Flotte kann. Was macht denn die als nächstes? Ja, flieg doch mal herum, mach mal alles platt, was da unter die Linse kommt. Was da so taugt. System Survey complete. Flottenkapazität. 93 von 105. Dann erforsche ich da auch mal mehr. Kann nicht schaden. So.
Da kommt man ganz in den Stress mit 4 Flotten. Da weiß man gar nicht, wen man zuerst auf die Mütze geben soll. System Survey complete. De? Hostile fleet engaged. Okay. Ja, dann mach halt hier zuerst platt. Dann kannst du wieder zurückfliegen, du lustiges Schiff. Was dann weitermachen. Situation Log updated. Du bombardierst einmal den Planeten. Jaixel! Jaixel? Construction complete. Negativ, er fliegt weg. Was? Hostile fleet detected. Was macht ihr denn? Versuche gerade rauszufinden, was die einzelnen hier zu tun. Achso. Construction complete. Hostile fleet engaged. Die greift nicht ernsthaft an, die Idioten, oder? Oh Gott. Research complete. Klingt nicht gut. Nee, gar nicht gut. Hostile fleet engaged. Hostile fleet detected. Wow, Alter, wo kommen die denn raus? ,7 km Erdflotte, das klingt gut. Was denn, Anno? Magst du mich am Laufenden halten? Ja, was passiert denn? Ich verliere hier oben. Du verlierst da oben? Was denn? Eben meine halbe Flotte. Oh, ich sehe es gerade auf 22% runter. Station under 15. Das wird ich sehen. Naja. Jetzt auf 15, ja. Situation Log updated. System Survey complete. Ändert sich aber gleich wieder, wenn wir die mal einzelne Schiffe entgegenschicken. Schicke entgegenschiffen. Situation log updated. Hostile fleet detected. Ah, der Planet ist unten. Sehr schön, sehr schön. Na dann, in Orbit einfliegen oder Bodenarmee? Was war das? Fleet engaged. Erst in Orbit und dann Bodenarmee, oder? Das kann sein, ja. Ich bin da selbst nicht gerade so sicher. Wie groß ist denn die gegnerische Flotte noch? Ich glaube, sie ist mittlerweile auf 10k angewachsen. Ernsthaft? Also zumindest ganz kurz als 10k wahrgenommen. Situation Log updated.
Hostile fleet engaged. Ach, warte mal, mach mal ganz kurz auf Pause. Ja. Wer sollte fliehen? Ich? Nein, mein Schiff. Achso. Ach so. Warte mal. Warte. Ja, das gefällt mir. Okay. Geht wieder. Research complete. Die 3K-Flotte. Ich könnte halt was schicken, aber die ist halt dann nicht wirklich groß, die Flotte. Das wäre eine 3K-Flotte. Hostile fleet detected. Hm. Mit der kannst du wahrscheinlich auch nicht allzu viel anfangen, oder? Das geht. Die Erde wäre mal ganz geil, wenn die mal in die Richtung kommt. Das Problem, was ich hauptsächlich, glaube ich, so ein bisschen mit parallel habe, ist, dass mein Volk Krieg gänzlich verachtet. Jedes Mal, wenn wir hier im Krieg sind, verfallen die sofort in Unzufriedenheit. Ich habe hier irgendwie nicht so... Mhm. Ja, nicht so richtig die Ressourcen, die ich dann brauche, ne? Mhm. Ja, geht also eben hier. Zum Beispiel kurzfristig bei der Planetenbombardierung von plus 60 Credits auf plus 18 Credits runtergegrast. Ich bin bei minus 62 Credits. Gut, okay. So, mal Angriffsarmeen bauen. Damit ich den nächsten Planeten bevölkern kann. Einen kontrolliere ich schon mal von dem. Immerhin. Bitte was? Situation log updated. Talk to me. Ich verstehe es nicht ganz. Die Föderationsflotte macht hier irgendeinen Wirrwarr. Die fliegt. Die versaut uns wahrscheinlich gerade alles, oder? Wenn die immer wieder in die 8K-Flotte. Die ja, gut, 10K-Flotte ist bei dir unten? Wo? Mach mal Pause. Und wieso ist Coalition of Rontos da drinnen beteiligt? Alter, wie viele Gegner haben wir denn? Der riesengroße rote ist. Oh Gott! Oh Gott! Was hab ich gemacht? Wieso ist der Rontus dabei? Das weiß ich nicht. Warte mal, wen hast du den Krieg erklärt? Sidimanten? Ja. Ja, die haben Defensivabkommen mit denen, oder? Oh Scheiße! Nee, haben sie nicht. Nee, haben sie nicht. Aber die Unabhängigkeit wird von denen garantiert. Die Rontos garantieren die Unabhängigkeit der Sidimanten. Und Rontos steht mit 10.000 K unten bei der Erde bei Nikanda. Boah, alter Schwede. Oh shit, was habe ich gemacht? Ich will Krieg erklären. Da kommt noch Spannung bei rum. Läuft. Ja, Freunde, 25 Minuten sind noch recht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin gespannt, wie viel da noch gelöscht wird. Also es ist jetzt Zucker Khan gegen uns, Boca Sheran mit 10.000, Karabna mit, ich weiß nicht mehr wie viel, Coalition mit 10.000 und Sidimanten, wo nicht mehr so ganz viel übrig ist. Jo. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wie lange wir noch leben werden.
Upsi! Upsi, das war aber so ein Fehler. Mhm. Ja gut, der Erde kann ich vielleicht gleich zu Hilfe eilen. Aber ich muss auf jeden Fall noch mehr Flotten bauen. Ich habe jetzt schon 148 von 102. Ich hab wundert mich, dass ich immer noch welche bauen kann. Ja, es geht halt zu Lasten deines Geldes, ne? Ja. Das muss ich echt gerade vernachlässigen. Irgendwann habe ich einfach keins mehr. Auch egal. Dann habe ich Einfluss, aber kein Geld mehr. Yeah. Na gut, na dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.